Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Wenn du auch so eine tolle Bushcraft-Fackel selber machen möchtest, bleib dran. Für unsere Bushcraft-Fackel brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen Zundermaterial. Dabei nehme ich einmal ein schnellbrennendes Material, wie zum Beispiel Birkenrinde. Und wir brauchen etwas langsam und kontinuierlich brennendes. Dafür nehme ich gerne Harz. Und wir brauchen einen Stock oder ähnliches, wo wir das ganze Zundermaterial befestigen können. Wie gesagt, brauchen wir für unsere Bushcraft-Fackel ja noch etwas Zundermaterial. Ich habe jetzt hier eine umgestürzte Birke gefunden. Die Rinde davon eignet sich ideal. Durch die ganzen ätherischen Öle brennt das Ganze nämlich auch im Feuchten, würde ich sagen. Holen wir uns ein bisschen Birkenrinde. Damit unsere Fackel nicht einfach nur abbrennt, brauchen wir noch ein etwas langsam brennendes Material. Sehr gut eignet sich das Harz von Nadelbäumen. Ich habe jetzt einen Baum gefunden, wo alles voll ist. Das werde ich mir jetzt vorsichtig abkratzen, um den Baum nicht zu beschädigen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Harz schon ausgehärtet ist oder noch weich. Nachdem wir jetzt das ganze Zundermaterial zusammen haben, brauchen wir noch einen Stock, der dann als Träger dient. Ich habe hier einen Stock circa hüfthoch von einem frisch gefällten Baum. Das ist auch wichtig, denn der Stock sollte möglichst feucht sein, damit, wenn die Fackel brennt, der Stock selber nicht so schnell abbrennt und wir viel länger was von der Fackel haben. Dazu spalte ich jetzt einmal hier oben das Ganze kreuzförmig ein. Und das Ganze so circa 10 bis 15 cm tief. Um 90 Grad drehen und wieder spalten. Um 90 Grad drehen und spalten. Man erkennt jetzt auch sehr schön die Kreuzform. Damit das Ganze offen bleibt, stecken wir noch ein Stöckchen hinein. Und dasselbe von der anderen Seite. Hier nochmal unsere Materialien im Überblick. Der gespaltene Stock. Wir nehmen die Birkenrinde. Und das gesammelte Baumharz. Für den Bau der Fackel benötigen wir jetzt unsere Birkenrindestückchen. Die rolle ich so ein bisschen zusammen und lege sie einmal quer in die Fackel. Darüber kommt eine Rolle längs. Dann kommt etwas von dem Baumharz. Unsere Birkenrinde rolle ich jetzt einfach zusammen und stecke die zwischen die einzelnen Spieße. Dazwischen kommt immer noch ein Stück Harz und dann wieder eine gerollte Birkenrinde.
Und ob unsere Konstruktion jetzt auch noch brennt, das testen wir jetzt.